Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu unserer zweitägigen Konferenz, Widerstandskonferenz für eine starke Zivilgesellschaft, organisiert von der Plattform für eine menschliche Asylpolitik in gemeinsamer Kooperation mit der Grünen Bildungswerkstatt. Wir freuen uns, dass so viele Leute heute da sind und auch sehr, sehr viele Anmeldungen es für die morgigen Workshops gibt. Und ich möchte euch zur Begrüßung und zum Beginn ein bisschen erzählen, wer wir eigentlich so sind und was wir so machen als Plattform für eine menschliche Asylpolitik. Vielleicht auch noch ganz kurz, mein Name ist Fiona Herzog, ich bin von der Sozialistischen Jugend Wien. Wir sind Teil von dieser Plattform und ich darf eben für die Plattform heute hier begrüßen. Wir, die Plattform für eine menschliche Asylpolitik, haben uns 2015 gegründet. 2015 in einer Zeit, in der sich politisch sehr vieles getan und verändert hat. Eine Zeit, in der tausende Menschen sich auf den Weg gemacht haben und Schutz vor Krieg und Verfolgung gesucht haben. Und eine Zeit, in der auch tausende Menschen sich organisiert haben, um diesen Menschen zu helfen. Sich organisiert haben, auch deshalb, weil auch die damalige Regierung untätig zugeschaut hat. Weil sie es nicht geschafft haben, jenen, die Schutz suchen, auch diesen Schutz bieten zu können, weil sie auch kein Interesse daran hatten. In dieser Zeit haben sich unzählige NGOs gegründet. Die Zivilgesellschaft hat sich aufgemacht und einen humanitären Notstand verhindert. Wir können uns erinnern, wie damals in den Bahnhöfen sich Menschen organisiert haben, tausende zu Hilfe gekommen sind. Gegen den Widerstand der Regierung. Die hat sich nämlich darum bemüht, Asylgesetze Stück für Stück zu verschärfen. Hat sich daran gemacht, Menschen immer weiter zu kriminalisieren, die Arbeit der NGOs zu erschweren und sie auch zu delegitimieren. 2015 haben wir uns dann als Plattform für eine menschliche Asylpolitik diesem Druck nicht einfach hingeben wollen. Wir haben uns zusammengeschlossen mit ganz, ganz vielen Organisationen. Die Plattform für eine menschliche Asylpolitik besteht aus den verschiedensten Vereinen, NGOs und auch Parteien, die sich hier engagieren und für Menschlichkeit kämpfen wollen. Wir haben 2015 einen Protest mit 75.000 Menschen in Wien auf die Straße gebracht und haben seitdem ganz, ganz viele Menschen auch organisiert und noch viele weitere Proteste gemacht. Seit 2015 hat sich aber auch das politische Klima verändert. In Österreich haben wir jetzt eine schwarz-blaue Regierung, eine rechtsextreme Regierung, wo Burschenschafter drinnen sitzen und wo Geflüchtete als Unmenschen behandelt werden. Sie werden zu Menschen zweiter Klasse gemacht. Wir haben heute einen Innenminister, der davon spricht, Menschen einsperren zu wollen, Asylbewerberinnen ohne Grund einfach in Schutzhaft zu nehmen, sie zu kriminalisieren. Einen Innenminister, der nur noch Ausreisezentren bauen möchte. Und eine Opposition, die dem Ganzen nicht widersprechen kann. Wir sehen also, das politische Klima hat sich nicht zu unseren Gunsten gedreht. Auch international erleben wir, wie Seenotrettung kriminalisiert wird. Wir erleben, dass es verboten wird, Menschen zu helfen, vor dem Ertrinken, sie zu retten. Und all diese Sachen. Und diese Regierungen bekommen immer mehr Zustimmung, weil sie mit ihren rechten Hetzern, mit ihren Rassismus Stimmung machen in den Ländern Europas. Und deshalb ist es wichtig, dass wir zusammenschließen. Und deshalb gibt es uns auch als Plattform für eine menschliche Asylpolitik. Wir schauen nicht zu. Wir sind die Zivilgesellschaft von unten. Denn wir wissen, wir können nicht darauf warten, dass sich von oben etwas verändert. Und seit 2015 haben nicht nur die Rechtsextremen vieles gemacht, sondern auch die Plattform für eine menschliche Asylpolitik war nicht untätig. Seit dem Protest 2015 haben wir eine Vielzahl an Protesten organisiert. Wir waren dabei, die Großdemonstration vor einem Jahr gegen die schwarz-blaue Regierung zu organisieren. Wir veranstalten dieses Jahr zum vierten Mal in Wien die Demonstration am Internationalen Tag gegen Rassismus, am Internationalen Aktionstag gegen Rassismus. Ihr seht es auch überall auf der Karte. Ihr könnt sich den Tag gleich merken und in euren Kalender eintragen und da auch hinkommen. Und wir organisieren alle Menschen, die mit uns für eine bessere Welt kämpfen wollen. Alle Menschen, die sich für Menschlichkeit einsetzen wollen und gegen
diese Herrschenden gegen diese Regierung auftreten. Und was noch besonders wichtig ist, wir sind nicht nur eine Bewegung in Wien oder in Österreich, wir sind eine Bewegung, die international existiert. Wir werden hier heute auch internationale Gäste begrüßen dürfen. Und ihr seht es auch auf dieser schönen Tiershow, wo ihr vieles sehen könnt, was wir gemacht haben, aber ihr seht auch Proteste, die international passiert sind. Wenn wir uns zusammenschließen, dann ist klar, dass wir gegen diese Unmenschlichkeit, die von den Regierungen weltweit ausgeübt wird, gewinnen können. Wir sind viele, wir sind viel mehr. Und das, was wir tun, ist eine wichtige und richtige Aufgabe. Und deshalb werden wir als Plattform und alle, die sich diesem Kampf anschließen wollen, auch nicht aufgeben. Und es ist schön zu sehen, dass so viele Menschen heute und an jedem anderen Tag mit uns kämpfen wollen und wichtige Aufgaben übernehmen. Die Plattform für eine menschliche Asylpolitik besteht aus so vielen unterschiedlichen Vereinen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und das macht sie so besonders und das macht uns auch so besonders schlagkräftig in unserer politischen Arbeit, die wir tagtäglich tun. Ich darf nun unsere internationalen Gäste auch schon begrüßen. Ich muss aber hier kurz auf meinen Spickzettel schauen. Sekunde. Ich darf zuerst mal mich bedanken bei Falka El-Nagashi von der Grünen Bildungswerkstatt, die das heute hier auch moderieren wird. Und dann darf ich zu uns dann auch noch auf die Bühne bitten, Balint Misetic aus Ungarn, Nora Bernays von Own Taiwan, die massenhaft fette Proteste organisiert haben, aus Deutschland. Ich frage Mustafa Hamid von der Solidaritätsgruppe Sudan und Erich Fenninger von der Volkshilfe Österreich und dem Sprecher der Plattform für eine menschliche Asylpolitik. Herzlich willkommen und ich hoffe, ihr könnt viel mitnehmen aus dieser Konferenz, aus dieser Diskussion. Viel Kraft für eure politische Arbeit und nochmal vielen Dank, dass ihr alle da seid. Sehr schöne Einleitung und Erinnerung an unsere vielen Aktivitäten und gemeinsamen Kämpfe und einen sehr schönen Abend von mir und herzlich willkommen allen im Alba-Schweizer-Haus. Mein Name ist Falka El-Nagashi, ich bin Landtagsabgeordnete der Wiener Grünen und die Integrations- und Menschenrechtssprecherin der Wiener Grünen und heute Abend auch für die Grüne Bildungswerkstatt hier und darf ein sehr spannendes Gespräch führen mit den Gästen hier, die Fiona Kurz schon mit Namen erwähnt hat und die ich aber gerne noch vorstellen möchte. Ich werde jetzt hier ein Gespräch führen dürfen, aber wir möchten jedenfalls mit Ihnen und Euch ins Gespräch kommen und es wird viel Gelegenheit geben für Eure Fragen und Erfahrungen und Kommentare und Ergänzungen. Ich habe hier zu meiner Linken Erich Fenninger, Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe Österreich und seit kurzem, aber langjährig mit dabei, Sprecher der Plattform für eine menschliche Asylpolitik. Erich Fenninger hat im Jahr 2015 maßgeblich initiiert und organisiert Voices for Refugees, das große Konzert, wo sicher viele von euch dabei waren am Heldenplatz, wo über 100.000 Menschen, ich glaube es waren über 150.000 Menschen, am Heldenplatz waren und im Oktober 2015 im Grunde für eine menschliche Asylpolitik auf die Straße gegangen sind und protestiert haben. Vielen Dank, Erich, dass du mit dabei bist heute Abend. Ich habe zu meiner Rechten Nora Bernays, die jetzt aus Berlin zu uns gekommen ist, wenn das stimmt, und die Mitorganisatorin war bei Unteilbar. Unteilbar ist eine große Bewegung, die hier, gerade jetzt, wo ich spreche, war das Bild da sehr imposant, sehr beeindruckend, eine 250.000 Menschen in Berlin auf die Straße gebracht hat,
Und Nora wird uns viel darüber erzählen können und war davor auch bei Aufstehen gegen Rassismus aktiv und quasi eine der Aktivitäten, die in anderen Städten stattgefunden haben, auch als wir in den Jahren zuvor unsere Demos hier in Wien zum Internationalen Tag gegen Rassismus organisiert haben. Das war wirklich eine transnationale Aktivität und Zusammenarbeit. Und danke, Nora, dass du heute da bist. Neben Nora begrüße ich Balint Misicic und seinen Flüsterdolmetscher Richard Lederer. Vielen Dank auch. Balint kommt aus Budapest, ist heute angereist. Im Programm war noch Jener Kaltenbach angekündigt, der gestern erkrankt ist. Und vielen, vielen Dank an Balint, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Balint ist Soziologe und Aktivist, in viele Proteste in Ungarn involviert. Ganz stark mit dem Schwerpunkt Armutsbekämpfung und Arbeit im Bereich Obdachlosigkeit engagiert, ist aber auch Trainer im Bereich ziviler Ungehorsam und gewaltlose Proteste. Und wir sind sehr gespannt zu hören über die Erfahrungen der Protestbewegungen in Ungarn und danke, Balint, dass du so kurzfristig gekommen bist und heute mit dabei bist. Von der Linken noch möchte ich Ishraga Mustafa Hamid begrüßen. Ishraga ist langjährige Aktivistin, ist Politikwissenschaftlerin, Journalistin, Autorin, kommt aus dem Sudan selbst, ist jetzt hier für eine ihrer Aktivitäten, die aber sehr wichtig sind, die Solidaritätsgruppe Sudan, die hier auch in Wien und in Österreich aktiv ist und auch für das Thema Menschenrechte und Frauenrechte, das ganz zentral in deiner langjährigen Arbeit ist. Danke, Ishraga, dass du heute da bist. Zum Einstieg möchte ich auch als erste Frage die Bitte an euch richten, über die Proteste zu erzählen, in denen ihr aktiv seid. Es sind vier ganz unterschiedliche nationale Kontexte, es sind ganz unterschiedliche Protestformen, die, glaube ich, woraus wir viel lernen können oder mitnehmen können. Und ich würde euch bitten, Erich, gerne mit dir anzufangen. Es ist die Proteste in Österreich sind wahrscheinlich die ihr am besten auch kennt und mitverfolgt habt, aber wir haben vorhin auch darüber gesprochen, dass es jetzt eine ganz besondere politische Konstellation auch dazu gibt und seit 2015, dem Beginn sozusagen der großen Proteste oder unserer Aktivitäten zu heute, hat sich viel politisch auch verändert. Und wie siehst du aktuell die Rahmenbedingungen und die Art der Proteste? Was ist das Spezielle an dem, was wir versuchen gemeinsam zu tun? Ja, danke, liebe Feika, für die Moderation und Fiona für die Einleitung. Ich tue mir echt schwer und möchte die Frage versuchen, ein wenig anders zu beantworten, weil ich jetzt fast vermessen sozusagen die Proteste Österreichs euch, denen, die protestieren, zu erklären. Weil ich glaube, dass wir heute bei einem Freundschaftstreffen sind von Aktivistinnen und Aktivisten, wo ihr alle gemeinsam mit uns und wir wechselseitig versuchen, Österreich in eine andere Richtung zu bewegen. Und ich glaube, die großen Highlights sind am Anfang gezeigt worden, auch mit den Bienen untermauert worden. Ich denke, dass wir schon sagen können, dass wir laut sind, dass wir laut waren, dass wir gute Proteste formieren konnten. Die großen vom 3. Oktober, das ja ein gemeinsames Ereignis war, der Plattform und dann die Einmündung in den Heldenplatz, wo wir das anders gedreht haben und wo wir die Voices for Refugees, die Künstler auch dazu gebeten haben. Also ich glaube, es ist viel erreicht worden. Aber ich möchte eher versuchen, wenn ihr einverstanden seid, und du vielleicht nochmal, wenn man das überlegt hat für heute, was kann man da irgendwie nochmal reingeben. Also die erste These, denke ich, die mir wichtig ist, was die Ausgangslage betrifft, dass die Politik über 2-3 Jahrzehnte eigentlich sehr unpolitisch sich präsentiert hat. Es ist ein Verwalten, es ist ein Managen des Bestehens, und das ermüdet und macht auch viele Menschen unzufrieden. Und das
war gepaart, meiner Meinung nach, mit einer Ökonomie, die sich immer mehr durchgesetzt hat, die hochideologisch ist und sich als Natur präsentiert hat, also als eine naturgewordene Ideologie. Also so zu tun, nicht? Also was Thatcher schon wollte, dieser Neoliberalismus, es gäbe keine Alternative. Also die Politik verabschiedet sich vom Politischen und ermöglicht einen grenzenlosen Finanzmarkt und einen Kapitalismus, der vieles zerstört hat. Und in dieser Phase, denke ich, ist es tatsächlich gelungen, dass rechte Parteien sich politisch wieder sozusagen präsentieren und signalisieren, sie seien die Veränderer gegen die Eliten. Und dieser Prozess, glaube ich, den können wir verfolgen, ist global. Der ist nicht nur in Österreich, der ist nicht nur in Deutschland, in Frankreich, sondern in den Staaten und überall anders auch zu sehen und präsentiert sich dort massiv. Und ist auch erfolgreich, weil er ja tatsächlich Ängste, Sorgen, Nöte anspricht, die vorhanden sind aufgrund dieser Ökonomie. Und in der Vorbereitung auch für heute mal angeschaut, dass beispielsweise der Mölzer von der extremen Rechten in Österreich ganz klar sagt, es geht uns darum, dass wir nicht, also wir sind nicht die braven Burschenschafter der Vergangenheit, die konservativ sozusagen etwas verändern wollen. Wir sind Revolutionäre. Wir sind Revolutionäre und wir wollen dieses Österreich und auch das Europa massiv umgestalten. Und jetzt komme ich zur Gegenwart, weil die Völker eingeladen hat. Die sind extrem präsent und tatsächlich in so kurzer Zeit in Österreich hat sich so viel verändert, weil es ihnen gelingt, diese rechte und rechtsextreme Regierung in der Tat Angriffe auf Subjekte durchzuführen. Angriffe auf Menschengruppen, auf die Flüchtlinge, das wissen wir, auf Migranten und Migrantinnen, auf Menschen, die zu uns gekommen sind, beziehungsweise schon lange da leben, aber vielleicht einen nicht mehrheitsorientierten Glauben haben oder vielleicht eine Hautfarbe, gegen die Armutsbetroffenen, die massiv angegriffen werden, mit dem, dass sozusagen die Mindestsicherung gekübelt wird. Und da geht es nicht nur darum, dass jetzt dramatische finanzielle Auswirkungen sind, sondern dass man eigentlich sagt, also ein Staatsziel, das seit dem Faschismus präsent war, Teilhabe, Existenzsicherung und die Möglichkeit zu überleben in den Staat ist nicht mehr präsentiert in diesem Gesetz. Also der Angriff auf die Subjekte, der Angriff auch auf die Arbeitnehmerinnen und auf die Rechte. Auf die Rechte, die Menschenrechte und deren Institutionen. In einer Massivität, die wir, glaube ich, alle noch in dieser Form nicht erlebt haben, gegen den Rechtsstaat, gegen die Demokratie, gegen Rechte in der Demokratie, dass man die einzelnen Stimmen schwächt, gegen Frauenrechte, gegen die Genfer Flüchtlingskonvention und letztlich gegen alle Institutionen, die man gebildet hat, die entstanden sind als Konsequenz nie wieder Faschismus. Und das ist mein auch die Beobachtung, also Angriffe massiver Natur, sie wollen dieses Land und dieses Europa massiv verändern und rückführen vor der Aufklärung. Und mit denen sind wir konfrontiert und damit möchte ich vielleicht auch enden, dass diese Proteste, die wir organisiert haben, in der Form weiterzuführen sind, aber ich denke auch nochmal methodisch deutlich zu erweitern sind und zu verändern sind. Es wird nicht genügen, nur dagegen zu stehen. Es ist notwendig, dass wir uns dagegen wenden, aber es bleibt immer nur reaktiv. Und wenn man sich historisch anschaut, und das werden wir dann diskutieren, die großen Veränderungen, wo wirklich revolutionäre Umbrüche in Richtung einer Verbesserung stattgefunden haben, waren sie nie nur
gegen etwas gerichtet, sondern auch für etwas. Und ich glaube, dass wir auch heute und morgen daran arbeiten müssen, was ist unser Erzähler, was ist unser Narrativ, wie können wir tatsächlich Leute gewinnen für einen Gegenentwurf von einer reaktionären und rechtsextremen Gesellschaft. Vielen Dank. Nora, die Proteste, die ihr geschafft habt, oder der eine große Protest vor allem, ein bisschen provokant aufgreifend, was Erich gesagt hat, war das ein Protest für etwas oder gegen etwas? Ich glaube, es war beides zugleich. Es war eine große Empörung, die schon vorher in der Luft lag, die sich an vielen Punkten schon vorher abgezeichnet hatte und aber gleichzeitig ein gewisses Zelebrieren unserer Unteilbarkeit, was uns dann so viel Mut auch gemacht hat. Also wir hatten viele politische Angriffe, wo ganz viele Leute das Gefühl hatten, die Politik verändert sich in eine Richtung, die wir vorher nicht für möglich gehalten hatten. Natürlich der Aufstieg der AfD, eine rechtsradikale Partei mit einem immer stärkeren faschistischen Flügel, der mittlerweile im Bundestag und auch in allen Landtagen sitzt, und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie auch in der Landesregierung sind. Die Kriminalisierung der Seenotrettung war auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In Deutschland gab es ja auch die Seebrückenbewegung, die mittlerweile insgesamt, es gibt sie glaube ich seit Juli, 150.000 Menschen in vielen verschiedenen deutschen Städten auf die Straße gebracht hat, die eben alle für Solidarität und für Menschlichkeit protestiert haben. Dann Horst Seehofer, CDU, CSU, der Rechtsruck, auch der anderen Parteien, wo man so richtig sieht, sie laufen der AfD und den rassistischen Zielen immer weiter hinterher und freuen sich dann. Uwe Seehofer hatte über diese 69 Abschiebungen an seinem 69. Geburtstag, fordern Ankerzentren, wo Geflüchtete eingepfercht werden sollen und genau, viele andere Punkte, gleichzeitig auch immer dieses Ausspielen von Migration gegen Sozialstaat, also zu sagen, also neoliberale Reformen, Abbau von Sozialstaat, Krise mit Wohnraum und Wohnmieten, aber auch Kindergartenplätzen, das auszuspielen gegen Geflüchtete, andersrum dann auch Angriffe auf Frauen, Übergriffe auf Frauen so zu tun, als seien die Täter immer nur Migranten und Muslime, dieses ganze Gegeneinander ausspielen, hat vielen Leuten einfach total gereicht. Und dann gab es die Idee vom RAV, das ist der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein, eine Organisation von vor allem Strafrechtlerinnen und Asylrechtsanwältinnen und Anwälten, die sich zusammengetan haben und die gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt eine riesige Demo, ein richtig, richtig großes Zeichen, wo wir einfach mal Stopp sagen, bis hierhin und nicht weiter, und wo wir alle zusammen auf die Straße gehen und uns eben nicht gegeneinander ausspielen lassen, sondern zusammenstehen, egal wie unterschiedlich wir sind. Und das hat tatsächlich unglaublich gut geklappt. Es gab schon oft Leute, die diese Idee hatten. Es gab schon oft Bündnisse, die sich zusammengetan haben und versucht haben, sehr große Proteste zu machen und das nicht hinbekommen haben. Hier waren, glaube ich, einerseits der Zeitpunkt und die vielen verschiedenen Angriffe, Polizeiaufgabengesetze kamen auch noch mit dazu, die politisch einfach so viele Menschen, auch die in unterschiedlichen Kämpfen involviert sind, an diesen Punkt gebracht haben, wo sie bereit dazu waren, sich auch Kompromisse einzugehen, auch mit Gruppen zusammenzuarbeiten, die nicht ihre genauen Forderungen teilen und eben einen großen Widerstand zu organisieren. Was dann passierte, waren die schrecklichen Ereignisse in Chemnitz, die auch noch mal mehr Leute wachgerüttelt haben, als tatsächlich es gab Rassisten
Nazis und AfDler, die gemeinsam ausgespielt haben, eine Situation, wo ein Asylbewerber beschuldigt wurde, einen Mord begangen zu haben. Es war überhaupt nicht klar, was da eigentlich passiert ist, und schon twitterte die AfD irgendwas von messersteckenden Migranten. Sie haben Proteste in Chemnitz organisiert und danach sind Hooligans und Neonazis auf Menschenjagd gegangen in Chemnitz. Es waren Bilder, es war eine Situation, niemand von uns wollte wahrhaben, dass es so weit schon ist. Es hat sich sehr, sehr viel Widerstand gelegt. Aus Chemnitz selber heraus gab es Proteste, dann gab es mehrere Demonstrationen dort und es gab ein sehr großes Konzert unter dem Hashtag Wir sind mehr, wo 65.000 Leute in Chemnitz an einem Montag nicht zur Arbeit gegangen sind, dorthin gegangen sind und dort protestiert haben und auch ein positives Zeichen setzen wollten. Und ich glaube, auf diesem Hintergrund dieser verschiedenen Angriffe, aber auch dieser vielen verschiedenen Gegenbewegungen, konnte und teilweise dann im Oktober letzten Jahres erst überhaupt so groß werden. Und das Ziel war, glaube ich, von jeder Organisation, jeder Gruppe, jeder Initiative so ein Stück weit anders, weil wir alle unterschiedliche Forderungen haben, die so unsere Hauptschwerpunkte sind. Aber die gemeinsame Forderung gegen Diskriminierung, gegen den Rechtsruck und für eine solidarische Gesellschaft, so unterschiedlich wie wir die uns auch vorstellen, dass wir tatsächlich solidarisch zusammenstehen, das war das Ziel, was es dann tatsächlich auch möglich gemacht hat, an diesem Tag auf der Straße tatsächlich dieses Gefühl zu haben, wir sind die solidarische Gesellschaft und wir können das sichtbar machen. Aber genau, das war natürlich erst der erste Schritt. Es war ein großer erster Schritt und jetzt geht es daran, weiterzugehen. Diese eine Demo hat uns ganz viel Mut gemacht, aber wir müssen weitermachen und das als Motivation und als Anfang nehmen. Vielen Dank für diese sehr emotionale Beschreibung auch. Und Ishraga, würde gerne dich als Nächste fragen, weil Nora hat den Zeitpunkt angesprochen und jetzt frage ich mich in Bezug auf die Proteste im Sudan, eine Diktatur seit 30 Jahren, was hat jetzt den Zeitpunkt ausgemacht, was hat jetzt den Ausschlag gegeben, wie sind diese Proteste jetzt entstanden, dass sie mit dieser Kraft immer noch weiter bestehen? Einen schönen guten Abend. Ich glaube, auf diese Frage zu beantworten, ich will Ihnen einen Film zeigen. Es ist wirklich grausame Bilder dabei. Bitte, wenn Sie das nicht sehen will, dann Augen zu machen. هناك كتائب ظل كاملة يعرفونها وأحسن نقول لهم هي موجودة الآن هذا النظام تحميه كتائب ومجموعات هي حقيقة الردع للآخرين عشان نحافظ على الأمن بأن التعليمات لها شوت تو كيل شوت تو كيل ما في فوضى ما في دول إنجليزي ما بيخلوا يطلع وحيقابلوه الراجل يطلع لنا الشارع بس الراجل يطلع الشارع لما خلينا زي اخته ها وكنا احنا البشير ما جايبنا عن هذا النظام حتى اذا احتضن الامر التطهير الان قوات الدفاع الشعبي في ولايه الخرطوم الان هي تجوب كل شوارع الخرطوم امسح اكسح قشو ما تجيب واحد Thank you.
Of targeted arrests and disappearances are now happening around the clock. Seit 30 Jahren herrscht eine Diktatur, die durch einen militärischen Putsch in Kooperation mit den Islamisten im Sudan haben die Macht übernommen. Und seitdem, obwohl wir damals sehr starke Bewegungen haben, Gewerkschaftsbewegung, Frauenbewegung, Studentinnenbewegung, die alle sind abgeschafft, mussten abgeschafft werden. Nach dem 30. Juni 1989, am nächsten Tag, wurden alle Zeitungen eingestellt, keine Gewerkschaften mehr, keine Frauenbewegungen mehr. Und viele Aktivistinnen sind in Haft genommen. Und eigentlich seit damals ist Migration vorher, es ist nicht bekannt, seit 1989, viele Aktivistinnen, Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivistinnen mussten den Sudan verlassen. Und ich war eine davon, weil ich. Es gab keine Möglichkeit, dort zu bleiben. Seit 19. Dezember 2018 hat das wieder, es gab immer wieder Proteste im Sudan. Aber dieses Mal ist es ein sehr, sehr heftiger Aufstand. Natürlich, es gibt die Sudanesinnen, die im Ausland leben, im Exil, spielen dabei eine große Rolle. Wir wollten nur das Motto, es ist jetzt aufgehoben, abgehoben, jetzt nieder mit Al-Bashir. Das nicht heißt, dass es gibt keine Programme. Jetzt, wir wollen diese Regierung nicht mehr. Die Jugendlichen, die jetzt in dieser Zeit, seit 1989 geboren und aufgewachsen sind, leiten jetzt diese Demonstrationen im Sudan. Natürlich, die Regierung will nicht, dass wir ihn nicht aufgeben. Sie macht weiter und jetzt seit einer Woche, es gibt, ich weiß nicht, ob der Begriff jetzt auf Deutsch, die Emergency-Gesetz. Ja. Das heißt es, und das dauert nur ein Jahr. Das heißt, ab 8 Uhr niemand auf die Straße geht. Viele sind jetzt in Haft, vor allem Frauen, Mädchen, junge Frauen, Studentinnen. Viele sind nicht umgebracht. Ich habe jetzt die Statistik vor einem Monat. 57 sind umgebracht auf die Straße. Wir haben das jetzt gesehen. Über 169 sind vermisst und 5184 sind verletzt und über 3000 sind inhaftiert. Darunter ungefähr 60% sind Frauen. Das heißt, es gibt jetzt diese Bewegung und es geht weiter. Es ist seit 2 Monaten und geht weiter. Die Regierung, sie wollen jetzt nicht spielen auch mit anderen Islamistinnen im Sudan und sie sagen, okay, es geht eigentlich nicht um Brotpreis, das ist auf einen Mann drei verdoppelt wurde, sondern es ist für mich eine politische Krise. Keine Meinungsfreiheit, wir wollen uns nicht organisieren. Es gab damals auch viele NGOs, die das Regime hat, andere NGOs gebildet und die ehemalige demokratische NGOs ersetzt. Das heißt, durch den sogenannten politischen Islam haben viele erkämpfte Rechte verloren, vor allem
die Kämpferechte von Frauen sind verloren gegangen. Das heißt, es ist nicht nur Proteste jetzt, sondern eine Bewegung geworden. Und das wurde geleitet von einer Sudanese Professional Association, die leiten das. Und sie machen das wirklich professionell. Hier in Wien, das kann ich dann später das erklären, in Österreich, überall gibt es Sudanesinnen, die sich organisiert haben. Morgen marschieren zum Beispiel Tausende Sudanesinnen, die kommen überall von Europa, die treffen sich in Brüssel vor der Europäischen Kommission, einfach mit dem auch lauten Europäischen Union Hände weg vom Sudan, und dann kann ich das später das beleuchten, was die Europäische Union mit diesem Regime, was ist diese Bildung, ist ja mit diesem doppelten Standard im Sudan, die Sudanesinnen antut. Vielen, vielen Dank, Ishraga, für diesen Einstieg und die ersten Informationen. Balint, an dich die Frage, die Ishraga hat jetzt gesagt, eine Parole in den Protesten, nämlich dieses System zu verändern und dieses System wegzubekommen. In den Protesten, die jetzt stattfinden oder auch stattgefunden haben am Ende des letzten Jahres in Ungarn, gibt es da eine Parole oder gibt es mehrere Parolen? Thank you very much for having me here. I really appreciate that the organizers from time to time invite us from Budapest, because I think that we don't know as much about each other as close we are, geographically, but also historically, and unfortunately politically, increasingly. But still. Also, sorry, I can't speak German. I have a Hungarian accent, but I will speak slowly. I'm sure you experienced the Austrian situation as very concerning or troubling in terms of the increasing support of the far right, but still coming from Budapest, it is, it is like breathing some fresh air still. Now, I don't think I would talk about the current wave of protests that is taking place still in a way in Hungary, or that took place in December and January, and which was against the so-called slave law, an increase in the overtime that could be requested from employees, but which was also just another cause around which parties and other opposition groups could gather to protest the government in general. But if you have any questions regarding that, I could return to that later. And I can also return to some of the questions of protests we are organizing against the eviction of impoverished families and against the criminalization of homelessness, which are the protests I am most closely involved in. What I thought of talking about in this first round is the protests against racism, or the lack thereof, in Hungary, and the extent to which a far-right wing hegemony has built up in Hungary. And I'm sure you've all heard about Viktor Orban's government and the kind of xenophobic campaigns he's spending billions of Hungarian forints for, to essentially incite hatred against, broadly speaking, people of color, people of other religion, asylum seekers, really. And this has become the focal point of Hungarian politics recently. So even if the government attacks the EU, it is because they want to bring in migrants, according to the government, and even if they attack George Soros, it is because George Soros is supposedly paying migrants to come
but what is perhaps less known and equally important, that even that, so this is the government, and then the largest opposition party we have, it is called Jobbik, that is also a far-right wing party, which actually became a popular party by very viciously politicizing inter-ethnic conflicts and by inciting hatred against Roma Hungarians, or Gypsies, if the Roma term is not known. And so, you know, if you add the support for these two parties, that's like 60 or 70% of the politically active Hungarian population. So there is an extreme hegemony of the far right, and I'm not sure whether this makes it understandable that there are no protests against racism, or whether it makes it all the more striking. And it is also interesting that this wasn't always the case. So back in 2015, when hundreds of thousands of asylum seekers arrived to Hungary, well, they didn't want to stay, also the government did not want them to stay, and they went on to Austria and then to Germany. But at that time, Hungarian civil society was quite inspiring, I think. All sorts of support groups sprang up, both in the capital and in the southern region, with the Serbian border in proximity, and people were organizing food distribution and translation and legal aid and basic health care. We were running an overnight shelter for asylum seekers for a few months in that period, and you know, people were donating money to buy train tickets so that people could come to Austria or to Munich, most probably, and people were volunteering their cars to take these people, you know, as long as the borders are open, and also with the billboards, which were inciting hatred against asylum seekers in the most explicit way, you know, so not with hints, but with the most explicit way, talking about how migrants will rape women and so on. There was also a grassroots movement of tearing down these posters or painting over it, and it wasn't really organized by anyone. People were just like so fed up with all of this that they would go to their job or go home and just like fuck this, and they would tear it down. So it was very inspiring in many respects, this multifaceted resistance to xenophobia, and also this broad scale direct support for asylum seekers. But all of this ended with asylum seeking families leaving to Germany and borders being closed. And you know, it was easy to help those families who were in the center of Hungarian towns and cities, but now it is very hard to help those very few families who the Hungarian government actually starve. The European Court of Human Rights repeatedly had to issue interim measures against the Hungarian government in order to order them to feed asylum seekers at the border who they would not otherwise give food to. And this, even this didn't really, I mean, and you know, and this was achieved by the Hungarian Helsinki Committee, so I'm not saying that no one is protesting this. But in terms of visible protest, or in terms of opposition parties or churches or anything with some sort of broader support, this issue ceased to exist in the public sphere. And the overall strategy of the opposition right now, I think, is that instead of attacking the xenophobia, to argue that migration is not an issue, there are no migrants in Hungary, asylum seekers didn't want to come to Hungary in the first place, like even Hungarians don't want to live in Hungary, really. So this is not the issue, and let's talk about healthcare instead. You know, which is, as a political strategy, might be reasonable, because it is the xenophobic paranoia that keeps the Hungarian, a significant majority of the Hungarians, to support the government, even though the education system is crumbling, the healthcare system is crumbling, and so on. So it makes sense, but it also leaves the outrageous, racist, and xenophobic discourse unaddressed. So that's the
that's the political dilemma or the quite complicated political situation we are at right now. And if I just may add one thing, because I really appreciated the connection that Erich drew from neoliberalism, and perhaps the lack of leftist critique of neoliberalism to the increase of far right-wing parties. And it just came to my mind that, because that was, I suppose, the story of how Fidesz came to power in Hungary as well. It was against this technocratic type of neoliberalism, which was about let's build some new highways and let's join the EU and everything's going to be fine. And there's not much to talk about politics really, because it is just, you know, economics and lower taxes. And they actually advertised the EU by being billboards asking that whether Hungarians will be able to open a sweet shop in Vienna. That was written in the billboard, like, will I be able to open a sweet shop in Vienna? As if that was the, you know, the question that Hungarians were thinking about in terms of joining the EU, like a typical Hungarian would come to Vienna and, you know, sell cakes as an entrepreneur. So this came to my mind because, you know, it's actually, I think it originates from the, old German social democracy, how fascism is really the failure of socialism, and how anti-Semitism and xenophobia is the socialism of the fools, right? Because it channels really existing hatred and insecurities not towards capitalism or against class inequalities, but against the ethnic other. So I think that this is perhaps something that we could discuss together, how racism could be tackled or attacked, not necessarily directly. I mean, that is also necessary, but also by offering an alternative vision, which is opposed both to the far right and to this type of technocratic neoliberal that's built some new highways and open a cake shop in Vienna. Thank you, Palin. So much has changed since then, no? Yeah. Yeah. It was a number of questions that they put up. Yeah. And to all of those seemingly ridiculous questions, the answer was yes. So it was a state-driven campaign to garner support for the EU accession, because there was a referendum leading up to that. So a number of ridiculous questions that you answer with yes. Yeah, so nostalgia almost. That was 2004, yeah? Yeah? Or before the accession in 2004. So what I would like to pick up on is element of political strategy that you mentioned, and I will switch back to German now. Aber die Frage der politischen Strategie vielleicht an euch zurückzugeben, oder Nora, ich würde gerne mit dir anfangen. Oft möchten wir gerne groß sein und viele und groß in Zahl und eine Viertelmillion natürlich im deutschen Kontext, aber auch das, was wir geschafft haben, 150.000, 170.000 Menschen, aber je größer, je breiter die Bündnisse, umso schwieriger ist die Frage der Ziele und der Abstimmung der Ziele unter und miteinander, beziehungsweise der politischen Strategie, was für einen Kompromiss muss ich eingehen, um dorthin zu kommen. Und mit der Tagung hier haben wir auch gesagt, wir möchten einen Schwerpunkt legen, nämlich verschiedene Stränge zusammenzubringen, soziale Kämpfe mit antirassistischen Kämpfen zu verbinden, also hier eine Synergie zu schaffen, mehr zu werden, aber qualitativ anders zu werden. Welche Erfahrungen hast du gemacht, habt ihr gemacht bei Unteilbar, aber auch in anderen Bündnissen mit dieser Frage oder diesem Widerspruch, viele sein zu wollen und zu müssen, aus politischer Notwendigkeit heraus, aber dann doch auch solidarisch zu sein und nicht nur beliebig zu sein? Ja, es ist jedes Mal aufs Neue schwierig, muss man klar sagen. Also wenn es um den Protest geht, dann hängt es natürlich als erstes an dem Aufruf und an den Forderungen. Und der Aufruf bei Unteilbar, der war so, dass man
ihn unterschiedlich deuten konnte. Da stand der wichtigste Satz darin, auf den wir uns, glaube ich, alle wirklich auch von Herzen einigen konnten, war: Wir lassen nicht zu, dass Migration und soziale Frage, Sozialstaat gegeneinander ausgespielt werden, hatte ich vorhin schon gesagt, so, das war eines der Kernelemente. Da stand drin, es ging darum, Umverteilung von unten nach oben, Verarmung, aber es stand nicht drin, Antikapitalismus, weil klar war, das hätten manche nicht mittragen können, und so stand es eben nicht drin. Wir haben uns auch total gestritten, zum Beispiel über die Forderung, was wir über Grenzen sagen. Zuerst wollten wir die Forderung nehmen, die die Seebrücke immer in ihre Aufrufe schreibt, und zwar für ein Recht zu kommen und zu bleiben. Und dann hatten wir tatsächlich bei einem Bündnistreffen einen Streit zwischen Welcome United, was ein selbstorganisiertes Bündnis von Migrantinnen und Geflüchteten ist, die gesagt haben, genau so, für ein Recht zu kommen und zu bleiben, so muss es heißen. Und auf der anderen Seite ja andere Organisationen, unter anderem auch NGOs, die für Geflüchtete sich einsetzen, die gesagt haben, nee, das klingt nach offenen Grenzen, das können wir nicht machen. Es hat uns allen total wehgetan, aber was wir machen mussten an diesem Punkt war, einen Kompromiss finden, auf den sich alle einigen könnten. So haben wir gesagt, für grenzenlose Solidarität, für ein Recht auf Schutz und Asyl. Und dann konnten die jeweiligen Gruppen für die Demonstration selber einen Aufruf schreiben, indem sie nochmal ihre spezielle Forderung, dann je nachdem, was sie wollten, dort reinschreiben konnten und da einen quasi schärferen Punkt und einen kleineren gemeinsamen Nenner nur innerhalb von einer Organisation oder innerhalb von mehreren Organisationen, die gemeinsam einen Blog organisiert haben, machen. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel, weil es der gemeinsame Kompromiss war, der gemeinsame Nenner, auf dem wir zusammenkommen, auf den wir uns einigen, und von dort aus kann es dann schärfer nochmal argumentiert werden. Und ich glaube, in diese Richtung müssen wir auch versuchen weiterzugehen. Also, dass wir immer einerseits bei einer Demo sind es die eigenen Blöcke, bei einer Veranstaltung sind es die verschiedenen Stimmen, die unterschiedliche Bewegungen, unterschiedliche Sichtweisen widerspiegeln, dass wir diese verschiedenen Meinungen und Strategien auch aushalten, sie gleichwertig nebeneinander stellen, an dem Punkt auch leise Stimmen lauter machen und den größten und stärksten Organisationen nicht immer die größten Podien geben, sondern versuchen auch in der Weise so einen Ausgleich zu schaffen und dadurch eben dieses Bündnis zusammenzuhalten. Das war an ganz vielen Punkten unsere gemeinsame Strategie. Und aber natürlich hat das auch nur auf der Grundlage funktioniert, dass wir alle diesen Protest wollten und dass wir es alle wichtiger fanden, diese Demo auf die Straße zu bringen und ja, bereit waren, was zurückzustellen. Im Nachhinein haben wir uns nochmal zusammengesetzt und haben Untheilbar Essentials formuliert, so ein bisschen, was wir glauben, was die Gründe waren, warum es gut geklappt hat. Und da standen manche von den wichtigen Forderungen drin. Da drin steht aber auch, wenn einer angegriffen wird, dann stehen wir zusammen und verteidigen uns gegenseitig. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, an dem natürlich wir uns auch mal wieder streiten und uns gegenseitig daran erinnern müssen, aber wir auch uns tatsächlich nicht gegeneinander ausspielen lassen. Und das hatten wir natürlich auch, als die Presse dann Angriffe gestartet hat, uns Antisemitismus vorgeworfen hat, uns vorgeworfen hat, zu links zu sein oder linksradikale Kräfte da drin zu haben, von denen sie dachten, die wären gefährlich. Und immer wieder mussten wir auch in schwierigen Situationen gegen diese Angriffe uns stellen. Aber in dem Fall hat es zum Glück sehr gut funktioniert, auch weil ja eben es allen so wichtig war, das gemeinsame Ziel, und ich glaube, da ist auch diese positive Vision so wichtig, dass die uns tatsächlich ein Stück zusammengehalten hat. Vielen Dank. Ich frage, die Opposition im Sudan ist geeint in ihrem Protest. Gibt es inhaltliche Widersprüche
Diskussionspunkte. Inwieweit kann dieses eine Ziel, das du vorhin genannt hast, diese Bewegung strategisch auch einen oder tragen? Natürlich, es gibt andere Islamisten. Es gibt verschiedene Gruppen von Islamisten. Und einige von ihnen versuchen jetzt mitzumachen. Für mich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, es tut mir schwer, mit ihnen zusammenzuarbeiten, vor allem, wie sie die Frauen positionieren, welche Positionen sie an Frauen haben. Wir haben eine Gruppe zum Beispiel am Facebook, wir haben laut auch einen sogenannten Ortomus, es ist jetzt die Zeit. Zum Beispiel, es gibt feministische Agenda, Frauenagenda, und es wird immer gesagt, jetzt bitte das nicht. Jetzt nieder mit Al-Bashir und dann später machen das. Und wir sehen zum Beispiel, das ist eine Streitung. Nein, jetzt. Weil es ist für uns ist diese Revolution auch, betrifft auch die Mentalität, die Arbeitsmentalität. Wir wollen nicht warten, bis das Regime weg und dann kommen wir am Ende, bekriegen wir nur das Sozialministerium. Das wollen wir nicht. Es ist jetzt auch diese Demonstrationen, Proteste, Bewegungen, sind viele Frauen sichtbar. Wir haben das jetzt auch im Video gesehen. Natürlich, es gibt auch die Strategien, diejenigen, die jetzt mitmachen wollen, aber mit unseren Voraussetzungen, dann können wir gemeinsam was erreichen. Natürlich auch, dabei ist das Social Media hat eine große Rolle gespielt, obwohl das Regime hat von Anfang an kein Internet. Aber wir haben versucht, es gibt andere Firmen und wir wollen auch mit diesen Aktivistinnen auch kommunizieren. Zum Beispiel, es gibt eine Gruppe, heißt Bumbershat. Das ist eine von jungen Frauen. Das war einfach wirklich Themen, die mich persönlich nicht interessiert. Jetzt auf einmal, es ist nur Politik. Die Frauen einigen sich und das finde ich sehr interessant. Das ist die Frauen, wir einigen uns. Wir haben unsere Rechte, wir wollen zum Beispiel die sogenannten, es gibt ein Gesetz, das heißt, ich kann nicht jetzt mit meiner Hose auf die Straße in Sudan gehen, ich werde natürlich geschlagen nach dem Gesetz. Das heißt, es ist mit diesem Schleier, schwarzen Schleier, Stopp, das ist, wir sind eine. Viele Frauen, die natürlich im Ausland leben, kooperieren sich jetzt mit den sudanesischen Frauen. Ich glaube, Frauen sind Streitpunkt. Aber wir haben schon jetzt verschiedene Ziele erreicht. Es gibt Streiks zum Beispiel von den Studentinnen, sowieso die Universitäten sind zugemacht. Es gibt ein Bildungssystem, kein Gesundheitssystem und wir sind einig. Interessanterweise auch, die sind mehr einig, die Migrantinnen. Die sudanischen Migrantinnen, die im Ausland leben und wie schon gesagt, morgen marschieren sich über 2000 Sudanesen, die von Deutschland, England, überall, auch aus Österreich, sie gehen morgen hin, marschieren sich, machen wir uns sichtbar gegen diese Menschenrechteverletzungen und diese Kollaboration von der Europäischen Union mit diesem Regime. Es ist wirklich kompliziert. 30 Jahre, es ist wirklich kompliziert. Ja, danke umso mehr, dass du bei dieser Gelegenheit und auch bei vielen anderen Veranstaltungen, die du machst, Aufmerksamkeit dafür schaffst und auch immer wieder Informationen weitergibst, wie die Situation gerade ist. Und ich hoffe, wir werden auch noch mehr von dir hören. Ich möchte dich fragen, Balint, du hast vorhin gesagt, du konzentrierst dich nicht so sehr jetzt auf die Proteste im Dezember und im Jänner, die stattgefunden haben, aber das waren doch die großen Protestbewegungen, die auf der Straße waren, die großen Demonstrationen gegen Orban und gegen das Regime Orban und mit der Besonderheit, die, glaube ich, wo sich viele gefragt haben, wie das zusammengeht, dass die rechtsaußenfaschistische Partei mit dabei ist in einem Protest, wo die kritischen linken Gruppen dabei sind, wo die ganze Bandbreite auch einer kritischen oppositionellen Zivilgesellschaft dabei ist. Wie ist deine Einschätzung dieses Protestes? War das eine hohe Kompromissfähigkeit
für ein gemeinsames Ziel? War das eine punktuelle politische Strategie? Du hast auch gesagt vorher in dem Gespräch, es ist jetzt eigentlich der Höhepunkt schon vorbei, dieser Proteste. Wie ist deine Einschätzung des politischen Charakters? Okay, so this issue about whether it is morally justifiable to cooperate with Jobbik, which appealed its political support mostly by inciting hatred against Roma Hungarians. So this dilemma emerged because the governing party Fidesz changed the electoral system. This is actually one of the reasons why they are still in power and why they have a two-thirds majority still in the Hungarian parliament. The Hungarian electoral system used to be a mixed system with the majoritarian element being the more important. And now it is, the proportional element used to be more important, and now it is more of a majoritarian system. And, you know, and that is a system which is beneficial for large parties and which is usually usually merge historically with party system in which you have a large left and liberal party and a large right-wing party, like as in the UK or in the United States. And so they changed the electoral system in a party system, however, in which the opposition parties are very fragmented. So they are on the right and everyone else is like, maybe a 5% party, you have a 7% party. So the opposition is very fragmented. And so it seems that if the goal is to defeat Fidesz in the elections, then you need to bring together this fragmented opposition to one block in order to be, to be able to challenge Fidesz. So this is the background of this whole dilemma. And there was a lot of hope put into so-called tactical voting back in 2018, which was the last parliamentary election in Hungary, so that everyone was, a lot of groups were inviting voters to vote for the most promising opposition candidate, regardless of his or her party affiliation. And that already included Jobbik, so that meant that if you are a leftist or a liberal person, but you live in a district in which Jobbik is the strongest opposition party, then you should vote for Jobbik. And this tactic was, in a way, a second best option to substitute for the collaboration of parties, which didn't happen at that time. And the election was a catastrophe for the opposition again, and that led to more popular pressure on the parties to collaborate more closely. In fact, the first wave of large protests after Fidesz won again in the spring of 2018 was specifically for a united opposition. So the protests were really not addressing the government. The protests, tens of thousands of people went out, at least in Budapest. They were addressing the opposition, and all of them were demanding to unite. And the more recent waves of protests, which was against this law, the slave law, or the law on overtime, this was the opportunity that brought together all the opposition parties, essentially, and which was previously unimaginable. The liberal politicians and the Hungarian Socialist Party, which is a neoliberal party, but still, they were standing in the same stage with Jobbik politicians who they thought of as Nazis before. So it was a really interesting, that's a euphemism. So it was a quite strange situation, but the public opinion seemed to be behind this. But what is happening right now is that the government propaganda, and it is important that another cause or
started to attack Jobbik as a fascist party, and so the tragedy is that now they have this tactic of attacking Jobbik and also attacking liberals who are cooperating with, you know, people who even a few years ago would talk anti-Semite or say anti-Semite remarks or incite hatred against Roma. And so this is obviously a very vicious tactic to fragment and divide the opposition. But that's not the tragedy of it. The tragedy is that the government propaganda is oftentimes right. And yes, these are people who a few years ago would say unacceptable things against against Jewish people. So I don't know the right answer for that, because it is quite rational to argue that even if Jobbik is a far-right-wing party, the most important political task is to ensure that PS doesn't have a two-thirds majority, because it is in that situation that they can do everything, like changing the constitution from one day to another. However, in the long run, it seems to be risking to be self-defeating, because if you defeat Fidesz, I mean, the opposition is nowhere close to that. But even if they would defeat Fidesz on a platform that didn't include opposition to racism, you know, opposition to school segregation from our children, opposition to xenophobia, a refugee policy that meets humanitarian standards. So if they are rallying behind a platform that doesn't include any of these, then what's the point of defeating Fidesz? Because then the world that comes after Fidesz will be very similar to what we started out to fight against. So this is the dilemma right now. And then, since we are in Austria, I should add maybe a few or perhaps a brief remark on the role of the EU. Because I do not think that it is the EU's role to, you know, defend Hungarians from their own government. That should be the task of Hungarians. I mean, people who live in Hungary. But it could be the EU's responsibility to ensure that that governments are not allowed to pursue policies which are self-evidently opposed to, you know, EU human rights documents, EU documents concerning the rule of law and constitutional democracy and separation of powers and all of the rest. And also it would be the EU's responsibility, and also every taxpayer citizens' responsibility in Western European countries, to ensure that their money, your money, does not fund the oppression of Hungarians, because this is currently what's going on. So the EU funds is an important source of the enrichment of pro-government oligarchs in Hungary, and so a significant portion of what German taxpayers and French taxpayers and Austrian taxpayers send to the EU and the EU sends to Hungary ends up enriching pro-government oligarchs who not only steal, you know, because it would be a thing if they be like bought yachts, like that would be problematic, but much of it is spent on political aims to, you know, to buy up formerly independent newspapers or to put out billboards inciting hatred against the EU and against people of color, against migrants and asylum seekers. So if it is the responsibility, and I'm not usually stressing this, but since we are here together now, I should. It would be the responsibility of EU citizens of richer countries to ensure that they do not, like, inadvertently aid one of the most oppressive regimes in the EU, the most aggressive regime in the EU, I suppose. So that is, and you know, this is to perhaps like I might have responded already to the question about the international.
should be one part of the solidarity. And you know, the whole idea of civil disobedience, going back to anti-slavery struggle in the United States, was about I might not be responsible for you know, dedicating my life to social justice or to fight against oppression, but I am surely responsible to ensure that I'm not actively aiding oppression. That's why Henry David Thoreau refused to pay his taxes back in the mid-19th century. And so this is the situation in which most Western European taxpayers are, you guys are financing our oppressors, and that's not nice. What a mess. But the European election campaigns are still ahead, so maybe this is in fact something that can be picked up and broadly discussed in an effective way. So I think absolutely that we should continue to think more about this. Erich, noch in dieser Runde, das Thema Bündnispolitik, Allianzen, breite Bewegungen, aber trotzdem solidarische Zivilgesellschaft. Du hast sehr viel Erfahrung in dem Bereich über viele Jahre. Was siehst du als die nächsten Schritte? Was wäre wichtig? Wie kommen wir zu der breiten zivilgesellschaftlichen Bewegung, die wir brauchen? Sind wir schon dort? Und wie kann diese Bewegung mit all ihrer Breite eine solidarische sein? Ja, es ist eine schwierige Frage und hoffentlich können wir sie gemeinsam beantworten und vor allem dann konstruktiv umsetzen. Und sozusagen, wie kann das passieren unter so einer Regierung? Also ich finde, für mich ist es so signifikant anders als vor kurzem. Und ich möchte da einen Satz, den du gesagt hast, wo du so leidenschaftlich erzählt hast, wie das in Deutschland war, Demonstration und so weiter. Und du hast gesagt, bis hierher und nicht weiter. Ja? Bis hierher und nicht weiter. Das war oftmals die Motivation, die klare Zielvorstellung von uns als Zivilgesellschaft, bis daher und nicht weiter. Und wir waren da auch immer wieder erfolgreich, teilerfolgreich, ganz erfolgreich. Aber wir waren mit einer Regierung damals noch konfrontiert, auch wenn sie auch reaktionär war, bürgerlich war, was auch immer. Aber man hat dort noch etwas verändern können mit Drohungsszenarien, wir haben die Mehrheit und was auch immer. Aber wenn plötzlich eben die wie es in Deutschland tut, AfD, Pegida etc., wenn die in der Regierung sitzen und eigentlich sagen, ihr werdet euch noch wundern und die Menschenrechtskonvention abbauen wollen, die Menschenrechte abbauen wollen, dann ist es was anderes. Und das kommt mir vor, da rücken wir plötzlich eher Richtung Ungarn und entfernen uns von dieser Situation. Das ist der erste Punkt. Das zweite, was Feiter fragt, ich glaube, wir sind ja alle immer broschiert. Ja? Wir haben eigene Organisationen, formale, informelle, ja? Und haben alle unsere Agenda und wir sind super gescheit. Und jeder hat eine Analyse und die Befreiung von Palästinas und entscheidet sich zur Front gegen, also für Palästina, also so wie im Leben des Bryans, und das ist alles wichtig. Wir sind alle unterschiedlich und haben alle ein bisschen Maßenverschiedenheiten. Aber wir müssen die überwinden. Ja? Wir müssen die überwinden, dass wir gemeinsam stärker sein. Ja? Weil wir haben es auch mit einem Parlament zu tun, wo wir keine auf Bundesebene vorhandene Oppositionspolitik sehen. Ja? Überhaupt nicht. Ja? Das ist wirklich bestürzend. Wenn man sich überlegt, wie vorher die Opposition ausgeschaut hat. Die haben nicht nur einen Gegendruck, also es fehlt ja jetzt der Gegendruck aus dem Parlament heraus, aber es fehlt auch eine Themensetzung. Wenn Sie sich erinnern, bis vor kurzem, wo die extreme Rechte im Parlament gesessen ist und nicht der Regierung, wie die Regierung über die letzten Jahre hergetrieben hat, die Themen gesetzt hat, das ist ja alles nicht im Parlament da. Das heißt, es liegt an uns. Und wenn es an uns liegt, dann müssen wir Brücken schlagen und gemeinsam agieren und wir müssen manches hinten anstellen. Und das ist die zweite Sache, die mir wichtig erscheint, und auf das möchte ich eingehen. Ich glaube, wir müssen natürlich manchmal pragmatisch vorgehen, nämlich dass wir gemeinsame Nenner suchen und auch Dinge erreichen, dass möglichst alle dabei sind. Ja?
Also das glaube ich auch, wo du gesagt hast, man muss sich manchmal zurücknehmen, man kann gewisse Dinge nicht sagen, um sich nicht um nicht sich selbst zu schädigen und schwächer zu werden. Ich glaube, das ist eine wichtige Strategie. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass wir Dinge sagen müssen, die momentan nicht mehrheitsfähig sind. Und das mit aller Konsequenz. Also ich habe das auch nicht sozusagen gemeint, dass du das, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist. Ja? Weil die Rechte hat in den letzten 2-3 Jahrzehnten unentwegt Dinge gesagt, die wir nie für mehrheitsfähig gehalten hätten. Wo wir nie geglaubt hätten, dass dieser rechtsextreme Scheiße in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Ja? Wo die Menschenrechtskonvention in Frage gestellt wird, das Demonstrationsrecht in Frage gestellt wird, Arbeitsrechte in Frage gestellt werden. Ja? Und wenn es dann keine parteipolitischen und nicht parteipolitischen Kräfte mehr gibt, die ganz andere Narrative aufbauen, dann sind wir verloren. Ja? Das wäre die nächste These. Und die dritte Sache, denke ich, wir sind, glaube ich, wirklich gut und nicht. Also, wir sind schwierig, das ist manchmal auch nicht lustig und wir müssen ringen nach Gemeinsamkeiten, aber ich finde es trotzdem lässig. Ja? Einfach über Trägerorganisationen zusammenarbeiten. Ja? Also mir macht das trotzdem Spaß. Ja? Wir müssen es aber vermitteln, aber wenn man nicht zu viel arbeiten und uns auch die Luft ausgeht, weil dann wird keiner mittun, wenn wir alle irgendwie nur fertig herumschauen. Aber natürlich müssen wir weiter tun, indem wir sind dagegen. Ja? Wir sind für eine andere. Also wir sind gegen diesen, gegen eine rassistische Politik. Wir sind dagegen, dass es nur mehr Ausreisezentren gibt. Wir sind dagegen, dass nicht einmal mehr ein Asylantrag in Österreich gestellt werden kann, wenn nicht jemand aus dem Flieger rausruft. Ja? Wir sind dagegen, dass Menschen in Kriegsgebiete zurückgeschickt werden. Also all das müssen wir beibehalten, glaube ich. Worüber wir darüber nachdenken müssen, glaube ich, ist, wie geht es darüber hinaus? Nämlich der erste Punkt, wie können wir die einzelnen Demos, Proteste verbinden? Dass die Menschen, die sich daran teilnehmen, nicht das spüren, jetzt gehe ich einmal, dann gehe ich wieder einmal. Also was ist der rote Faden, ja, unseres Protestes? Das geht man manchmal ab. Ich denke, wir bemühen uns, wir gehen ja, versuchen ja, in gewisse Richtung zu gehen mit den Protesten, aber dass wir viel mehr wissen, was sozusagen ist der rote Faden unseres Protestes gegen etwas. Also das wäre der zweite Punkt, Proteste gegen etwas, aber den roten Faden viel stärker aufbauen. Der dritte Punkt, der mir auch wichtig erscheint, wie soll ich sagen, also jede soziale Ungerechtigkeit, auch wenn sie mich als Person nicht so trifft, richtet sich gegen mich, weil ich nicht in einer Welt leben will, die rassistisch und ungerecht ist. Ja? Auch wenn ich von der Ungerechtigkeit nicht direkt so unmittelbar so stark betroffen bin. So ticken, glaube ich, wir, die da in dem Raum sind. Aber so ticken vielleicht nicht alle. Und deshalb, glaube ich, ist es auch wichtig zu lernen von den historischen Prozessen, nämlich wo wir uns überlegen müssen, wir für uns, um möglichst viele Interessen zu finden, zu bündeln und das Wir zu vergrößern. Also das ist mir überlegt, nämlich von den großen, natürlich Französische Revolution, Pariser Kommune und alle die Dinge, das Wir war groß und man hat sich gegen repressive, feudale Strukturen zur Wehr gesetzt. Also wir gegen die. Genauso wie man, glaube ich, noch wiederum stärker die antikolonialen Proteste und so anschauen müssen. Also wie hat sich Indien befreit? Was waren da die Narrative? Also das bringe ich ein, ich glaube, dass man von denen lernen muss, auch von der Black Power Movement. Ist ganz wichtig, aber zu lernen, wie ist diese sozusagen diese Empowerung, diese Mächtigung entstanden. Also das war das Nächste, also zuerst ja, Protest gegen, dann den roten Faden aufbauen, wie kann man das Wir stärker machen, wo sind alle, also wo sind wir, wo sind unsere Interessen so geschädigt, dass wir uns ermächtigen, empowern, mehr werden, um selbst alle also angesprochen zu fühlen. Und der letzte Punkt wäre für mich, wir brauchen Narrativen. Ich glaube, dass es nur geht, wenn wir Erzählungen aufbauen gegen diesen Rassismus. Dass wir sagen, wir wollen keinen Rassismus. Ja? Wir wollen eine ganz andere Welt, wir wollen ein Miteinander. Ja? Wir wollen Arbeitnehmerrechte, wir wollen gleichberechtigt leben, wir wollen Beziehungen leben, die gleichberechtigt sind und nicht hierarchisch strukturiert sind. Ja? Wir wollen haben, dass jeder Mensch die Sicherheit hat zu überleben und nicht nur wenige. Oder das noch der Herkunft vielleicht ist. Also wir brauchen diese
spannenden, glaube ich, Geschichten, wie wir uns das vorstellen und auch daran glauben und nicht nur hoffen, sondern wirklich davon überzeugt zu sein, dass unser Story letztlich mehr Menschen anspricht, als diese ausgrenzende, grausliche, wirklich widerwärtige, eklige Politik, die nur gegen Menschengruppen gerichtet ist. Also unser Kampf, ja, für Arbeitnehmerrechte, für unsere Rechte, ja, für die Mehrheit, für einzutreten, hat einfach eine stärkere Kraft. Und da rede ich nicht esoterisch, ja, sondern wirklich auch fundamental von unserer Philosophie, die ist stärker, wenn wir auch stark argumentieren und emotional argumentieren. Und das Letzte ist, schon ein Stück auch radikaler zu denken, was können wir wieder lernen von der ganzen Zeit der Hausbesetzer etc. Nämlich, wie können wir auch in dieser Welt, die jetzt da ist, wieder stärker Räume für uns besetzen und dort schon anders leben. Also geht es nicht darum, dass wir jetzt nur besetzen, das besetzen, aber wie, also auch räumlich, auch ideologisch, auch neue Communities aufbauen, wo wir lustvoll schon andere Alternativen vorleben können. Da denke ich stark an Botemo Syriza, an das, wo die Menschen delogiert worden sind 2008 und danach, ja, wie brutal das dort abgegangen ist, aber die haben sich auch lustvoll zusammengeschlossen, die haben gemeinsam Delogierungen verhindert, die haben gemeinsam sich zusammengeschlossen und Dinge gecheckt, damit sie sich ermächtigen und stärker werden. Jetzt bin ich schon, glaube ich, zu lang, aber was mir wichtig ist, zusammenfassend, es ist nicht lustig, wir müssen uns finden und uns sozusagen gemeinsam aufbauen und manchmal gewisse Eitelkeiten vielleicht auch von uns zurückstecken und dann eben dagegen arbeiten, aber den roten Faden schon langsam besser finden als in der Gegenwart. Die Interessen, die jetzt so angegriffen werden von dieser rechten Regierung, also Arbeitnehmerinnenrechte, wie gesagt, Frauenrechte, also das sind ja viele Dinge, die jetzt nicht, die viele, viele Menschen betreffen und schon auch andere Narrativen aufbauen. Also Sicherheit für alle, Existenzsicherung immer und für jeden Menschen in Österreich, aber mehr heute an Unfall und so weiter. Also da ist ja so viel, was sie abbauen. Das könnte und Glauben an eine eigene Kraft, wie eine andere Welt ausschauen kann, das muss man formulieren. Das ist so das, was ich heute einbringen wollte und schauen, wie wir das in der nächsten Zeit gemeinsam aufbauen. Und da glaube ich schon, bei aller Schwierigkeit, Schwere, ja, bei dieser bleiernen Zeit, wie schnell die sind und wie brutal die sind, aber ich glaube trotzdem, dass wir in der Lage sind, ernsthaft das in nicht morgen, nicht in 3 Monaten, sondern in den nächsten 3, 4 Jahren zu korrigieren. Aber nicht zu uns zu verlassen, auf irgendwelche Parteien im Parlament zu ziehen, sondern die Kraft müssen wir entwickeln und die unter Druck setzen. Die Frage, oder die, was Sie gesagt haben, die unabhängige Afrika, leider das geht nicht. Zurzeit, weil die Europäische Union kooperiert sich mit den Diktatoren in Afrika und vor allem im Zusammenhang mit Migration. Sie haben ich kann das nicht so als Vereinbarung, schon eine Vereinbarung mit dem sudanischen Regime, das heißt der Khartoum-Prozess, wobei alle afrikanischen Länder haben unterschrieben, um die Migration zu stoppen. Nicht nur das, sondern es stellt jetzt europäische Soldaten an die Grenzen, an den europäischen Soldaten, zum Beispiel Horn von Afrika. Und wir wissen, dass es Sudan als Transitland für viele Migrantinnen, die vom Horn von Afrika sind. Die kommen nur vor ein paar Monaten, ein Jahr im Sudan und dann gehen sie weiter. Jetzt können sie nicht, weil die Soldaten nicht stehen an die Grenzen. Die Europäische Union zahlt viel Gelder, nicht die an die Entwicklung gehen, sondern um die Menschen dort mehr zu unterdrücken. Und ich glaube, die Bilder, die wir jetzt heute gesehen haben, was im Sudan passiert,
Das hat auch mit der Europäischen Union zu tun. Die Europäische Union, sie behandelt uns mit dieser Doppelstandardpolitik. Eine Seite will Omar al-Bashir zum internationalen Gerichtshof bringen und auf anderen Seite kollaboriert sich mit ihm, um die Migration zu stoppen. Und es ist unbewusst oder sogar bewusst, dass produziert mehr Migrantinnen, die von diesen Ländern flüchten müssen. Und nicht auf diese, sie werden geschleppt, sie werden umgebracht, sie werden gedeutet im Meer oder in die Wüste. Das heißt, es ist für mich diese Solidarität, was ich erwarte, dass es alle, die von der Europäischen Union verlangen, bitte hängen wir weg von Afrika. Somit können wir unabhängig sein. Ja, dann danke für die Beiträge. Also erst, ich möchte nur auf ein paar Dinge eingehen. Es geht ja gar nicht darum, dass wir da jetzt irgendwas besser oder anders wüssten. Ich glaube auch, bin auch total der Meinung, dass soziale Frage, Rassismus, Antirassismus zusammengehört, zusammengedacht werden muss und dass das gut artikuliert werden sollte. Auf das wollte ich nur unterstreichen. Ich glaube, dass das wichtig ist. Das Zweite mit der Widerstandsfrage. Also ich überlege mir auch, und ich habe auch die Lösung, ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass wir wirklich von anderen Bewegungen uns also schauen sollten, was können wir hier übertragen. Und ich sage das bewusst als Verantwortliche für eine Organisation, die alleine über 9000 hauptamtliche Beschäftigte hat, Mitarbeiterinnen in den verschiedensten sozialen Feldern. Und wir eigentlich versuchen immer wieder auch Einfluss zu nehmen auf Institutionen eines Staates, um Verbesserungen zu erreichen. Und wir merken, dass wir nirgends drüber mitreden können. Und nicht nur wir als Organisation, sondern andere auch nicht. Das ist vollkommen ungewohnt, ja, dass Organisationen, die ja Expertisen haben, überhaupt nicht mehr gehört werden, keinen Dialog mehr ist. Also das ist die eine Sache. Und das andere, das meine, obwohl ich auch diese Funktion habe und das irgendwie unter einen Hut bringen muss, ist, tatsächlich, wie man das sichtbarer machen kann. Ich habe keine Antworten, aber das, was ich meine, ist, es hat eine Arena-Besetzung gegeben, ja? wo man sagt, man besetzt Räume wieder für Aktivitäten. Jetzt will ich nicht für das aufrufen, aber ich glaube, dass es wichtig ist, so Gegenwelten aufzubauen und diese sichtbar zu machen. Wie das jetzt ausschaut, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wie wir das materialisieren, sichtbar machen können und nicht nur durch Demonstrationen spazieren gehen, ne, sondern wie kann man das besser darstellen, wie können wir auch sichtbarer machen, jetzt mit der Sicherungsmehr anlegen. Ne, also dass man wirklich einer der größten Lehren, ja, aus dem Faschismus war, wir bauen in Europa eine sozialen Wohlfahrtsstaatlichkeit aus, nicht um allen Hilfe zu organisieren, sondern Teilhabe, weil nur durch die Teilhabe nicht wieder Führer und Faschisten und autoritäre Regime entstehen. Ne? Das war so die Denke im Wesentlichen, glaube ich, damals noch zusammen schon. Also ich glaube, das ist historisch richtig und das ist jetzt vorbei. Ja? Also diese Regierung sagt, das ist kein Staatsziel mehr, bewusst nicht. Und das, was mir so auffällt, ist, die sind so brutal, weil sie genau jene Institutionen massiv attackieren, vor allem der FPÖ, die allesamt eigentlich als Konklusion nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus entstanden sind. Das finde ich so bestürzend. Genfer Flüchtlingskonvention. Ja? Erinnern wir uns 1938, gescheitert die von Roosevelt initiierte Konferenz in Frankreich. Ja? Keiner wollte die fliehenden Juden aufnehmen, bis auf die Dominikanische Republik. Ja? Und weil das gescheitert ist, hat man viele Menschen nicht retten können. Danach, nach dem Krieg, endlich Genfer Flüchtlingskonvention etc. Und ich finde, es ist nicht zufällig, dass diese Regierung und vor allem die FPÖ-Regierung genau diese Institutionen so massiv attackiert. Ja. Das finde ich so in diesem historischen Kontext. Also ich will mich nicht verlieren, aber das ist ein Segment, der mir wichtig ist. Antirassismus. Ja. Das Zweite ist, wie kann man wirklich heute auf diese brutale, schnelle Vorgehensweise Widerstand, Sichtbarkeit, materialisiertes, anders Zusammenleben machen. Die Antworten habe ich nicht, aber ich glaube, dass wir sowas zustande bringen müssen. Neben dem Demonstrieren andere Formen finden, das sichtbar zu machen. Und
da glaube ich, dass wir schon einige, also es gibt einige neue Literatur, finde ich, über Rebellion, über Jakobiner, nicht? Also über die Bewegung in den Staaten, Jakobiner, wie die das organisieren. Ich glaube, das sollte man versuchen, wirklich zu diskutieren, uns zu treffen in nächster Zeit immer wieder und um diese Strategien zu entwickeln und die auszuprobieren, welche davon erfolgreich sind. Ja, ich würde gerne nochmal auf die Frage kommen zur einerseits internationalen Perspektive, die wir auch hier auf dem Podium ein kleines Stückchen weit abbilden, und zu der Frageverbindung Antirassismus und soziale Forderung. Ich glaube nämlich, dass alles kommt zusammen an einem gewissen Punkt und einem spezifischen Auslöser, an den wir uns alle erinnern, nämlich die Krise 2007, 2008, die schärfste Wirtschaftskrise seit den 30er Jahren, die weltweit ja einen Einfluss gehabt hat, einen politischen. Die Leute haben aufgehört, in die regierenden Parteien zu vertrauen, haben gemerkt, ihr Wohlstand ist gefährdet, ihre Situation ist gefährdet, unterschiedlich stark in verschiedenen Ländern waren sie davon betroffen und die Menschen haben unterschiedliche Antworten gesucht. Und das ist ein Grund, warum wir jetzt diese Polarisierung haben. Wir haben einerseits den Rechtsruck und die rechte Regierungsbeteiligung, den Aufstieg sogar faschistischer Kräfte, und auf der anderen Seite haben wir eben auch immer mehr Menschen, die sich gerade an dieser Frage merken, nein, wir entscheiden uns für Solidarität und eigentlich ein Stück weiter Richtung demokratische Kräfte, auch Richtung links rücken, als sie es vielleicht ein paar Jahre vorher noch gemacht haben. Und in den unterschiedlichen Ländern, das haben wir jetzt gerade gehört, sieht es sehr, sehr verschieden aus, wie sich das dann abbildet, in welchen politischen Ausdrucksformen. Aber ich glaube, die Wurzel und diese Möglichkeit, dass es eine Polarisierung ist, dass es auf keinen Fall nur ein Rechtsruck ist, sondern dass die Menschen nach anderen Antworten suchen, die auch solidarische Antworten sein können. Das, denke ich, ist etwas, was verbindet. Das ist nicht an jedem Punkt rein. Also was Balint von den Protesten erzählt hat, gemeinsam mit der Jobbik, aber wichtige soziale Forderungen aufzurufen, das geht auch in eine solidarische Richtung, leider dann mit Nazis zusammen in dem Feld, aber es gibt diese Möglichkeit. Und gerade indem wir beides verbinden, soziale Frage und Antirassismus, können wir da, glaube ich, ein Stück weiterkommen, auch wenn das an unterschiedlichen Orten sehr, sehr kompliziert sein kann. Und da will ich auch nochmal drauf hinweisen, es klang jetzt vielleicht so ein bisschen, ich komme jetzt hier von dieser Teilradio und habe was zu jubeln für euch. Ich glaube, es ist eine ganz unterschiedliche Situation. Erstens, ob wir ein Bündnis von Anfang an planen können und eine Demo und uns zuerst zusammenfinden und uns einig sind und dann was machen, oder ob eine Bewegung einfach entsteht und wir dann mit hingehen und versuchen, sie zu verändern oder nach links zu ziehen. Oder auch, wie die Situation, eine politische, eine plötzliche Situation uns zwingt, politisch aktiv zu werden, während andere das auch machen. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Unterschied. Und ihr habt jetzt auch gehört, dass eben so ein bisschen auch die Kehrseite von so einer Riesen- und Taiba-Demo auch sein kann, eben Abstriche zu machen an manchen Punkten. Wobei ich nicht glaube, dass wir deswegen unsere tatsächlichen Forderungen, zum Beispiel für offene Grenzen oder auch soziale Forderungen, nicht aussprechen dürfen, sondern wir müssen sie nicht zum gemeinsamen Konsens machen. Wir können aber trotzdem gemeinsam dann bei einem Protest, bei einer Veranstaltung weiter voneinander lernen und uns da auch verändern, ohne den Zwang, einen gemeinsamen Kompromiss zu finden, verschiedene Sachen parallel, auch verschiedene Forderungen parallel zu haben. Aber natürlich verändern wir uns auch dadurch, dass wir uns zusammenschließen
Bund gemeinsam kämpfen, gemeinsam Widerstand leisten und gemeinsam eben ja, ein Stück Solidarität darin schon vorleben und ja, vorführen. Und genau, als letzten Punkt würde ich einfach nur auch nochmal sagen, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich wünsche euch hier in Wien und uns allen in Europa und international einen ganz tollen 16. März, einen großen Tag gegen Rassismus, wo wir tatsächlich nochmal richtig sichtbar, bunt und vielfältig, aber auch mit klaren Forderungen gemeinsam auf die Straße gehen, hier in Wien und an vielen anderen Orten. Dankeschön. Vielen Dank, Laura. Das klang jetzt schon ein bisschen nach Schlussrunde. Das war noch gar nicht so beabsichtigt, die Schlussrunde, aber vielleicht ist das ein Hinweis, langsam sich in diese Richtung zu bewegen. Aber ich kann vielleicht auch dazu sagen, dass du glücklicherweise die ganze Tagung über bei uns sein wirst. Das heißt, du bist auch morgen noch da. Das heißt, es gibt noch mehr Gelegenheit, auch sich mit dir auszutauschen. Aber jetzt nochmal die Gelegenheit für Balint auf die Kommentare einzugehen und vielleicht das eine oder andere aufzugreifen. Und danach würde ich euch dann tatsächlich zu einer Abschlussrunde, glaube ich, einladen. Marina, I really want to keep. I don't want to dedicate too much time to discuss questions of terminology, especially as far as my my usage is concerned in English. But I should say that I use the terminology people of color rather consciously. I mean, I might have used it in quotation marks in written language, but what I wanted to stress is that And I'm bringing this up because I think this is also a good opportunity to distinguish nationalism from ethnicism, which was something that I already hinted on in my previous answer. So the Hungarian government is explicitly talking about the defense of ethnic homogeneity. That's the term they use, ethnic homogeneity. In terms of arguing against the exception of asylum seekers, or in terms of arguing against international migration, it is really, they're not arguing that the Hungarian labor market does not require more laborers, or they're not arguing that the housing market is in such a position that now it wouldn't be very wise to have more people in that region or this region. They're talking about the defense of ethnic homogeneity. And so that's why I used this expression. I think this is also important because oftentimes people on the left or liberals criticize far right wing people or they label them as nationalists. I mean, I'm not sure how frequent it occurs in Germany or in Austria, but I think that's quite misleading because historically nationalism, it also led to mass murders, of course, but still, nationalism, as it was understood in the 19th century, it had an emancipatory and even egalitarian potential. It was a universalistic ideology, right? In fact, it was too universalistic in a sense that that nationalism, as it was originally conceived, implied that the Austrians wanted the Hungarians to speak German, and they wanted them to become Austrians. The Hungarians, in turn, wanted the Slovakians and Romanians to become Hungarians and to speak Hungarian and to go to Hungarian school. Now, this is not happening anymore, is it? The exact opposite is happening, is that people who are Austrians but not white enough are not treated as Austrians, and people who are Hungarians but not white enough, these are usually Roma Hungarians, they are not treated as Hungarians. Like, they're not treated as Hungarians in terms of discourse, because politicians would distinguish between Hungarians and Roma people, right? As if those were mutually exclusive. It is not working in practice because Roma children are denied adequate schooling, Roma families are often denied equal protection under the law, or decent housing, or public utilities such as water.
So, I think this is quite important, partially because there is something in nationalism which has value. The nationalist poets in the early 19th century in Hungary, they talked about equality. Like there's this famous part from Mihály Vörösmarty when he was saying that, and this could be understood as a definition of nationalism, that even the poorest of the poor, in his small hat, small hat, small like shank, he should feel that he has brothers and sisters in the millions, and therefore he should be able to say, I don't fear you fate, because I will defend my brothers and sisters, and my brothers and sisters will defend me. So it was a universalistic ideology, which was really about creating political communities that are beyond familial ties, that are beyond ethnic ties, that are beyond geographic ties. I'm not here to advocate nationalism. That would be alien. But what I want to stress is that what we are fighting against is really not nationalism anymore, for a long time. And that's quite important to keep in mind. Because you need to know your enemy in order to be able to fight it. But also because, I'm obviously not in a position to provide you with political recommendations about how to create a majority against the Sebastian Kurz government. But if we let nationalistic symbols, because those are quite powerful emotionally, oftentimes, and sometimes rightly so, because they are related to freedom struggles. So if people on the liberal side and people on the left leave all this heritage to the far right or to the ethnicist right, then that does not seem to be a very wise idea. This is what I thought of responding first. And second, to the gentleman who raised the issue of civil disobedience, I think what is most important in with respect to the use of non-institutional methods of politics is, in fact, not to understand these alternative methods in opposition to the institutional methods. Because it was very rare that civil disobedience or non-violent resistance succeeded alone, right? So, for example, who's the icon of civil disobedience? Gandhi, right? But also, it's easy to forget that Gandhi was the leader of the MS party, right? The Indian Congress Party. So, yeah, it was the way they handled civil disobedience was not in juxtaposition to parliamentary politics or to party politics, but it was in close collaboration. And the same goes to the Black Civil Rights Movement, which is another canonical example of the use of civil disobedience. So that is what I thought of stressing, is that these things, the parliamentary methods or the reformist methods and the more militant methods or civil disobedience, is most fruitfully imagined as something that complement each other, I think. And if one feels that the opposition is not strong enough, then I think it is really important to think about the use of non-violent resistance, non-institutional methods of politics, but also to think about the most traditional ways of doing politics. And what I'm referring to is that some of the most promising international examples of opposition to far-right-wing hegemony, be it the neoliberal or the neoconservative version, actually come from leading parties, right? So the Jeremy Corbyn campaign and the Momentum. This is a movement that supports progressive, truly leftist politicians in the United Kingdom within the Labour Party. But the same goes for Bernie Sanders and the Democratic Party. So these examples, it seems to me, but I'm not an expert on this, could emerge because people on the left, and a lot of them, were not thinking about like
going around or going without the traditional left or pseudo-left establishment parties, but to capture them. And I think that this is something that is rarely entertained, or entertained not frequently enough among activists on the left. And of course, I don't know whether the Austrian Social Democratic Party is beyond repair, or whether it would be just wiser for everyone to join the Green Party. I do not want to take a position on that. But what I'm saying is that you either win an election or you make a revolution. Now, I don't think that a revolution is feasible in the short run. Also, it has all sorts of dark sides. So it would be very important for grassroots activists, I think, to be more engaged with institutional politics, while at the same time entertaining the idea of civil disobedience and so on. Thank you. Or maybe sometimes winning an election would be a revolution. So some very interesting ideas there, I find, especially the one on ethnic homogeneity and how belonging and non-belonging is newly created along those very imagined and constructed lines, which is very familiar, very dangerous, and very substantially taking place. I don't know if I agree on what you hinted at. What I understood is, not letting the right or the far right take or co-opt or monopolize symbols, elements, content. So we had this presidential election campaign in Austria a couple of years ago where the candidate running, who actually won and who is the president of Austria and who was a Green Party politician, co-opted quite a number of elements and symbols and content. I'm not quite sure if the result is so positive. That would be a discussion. But if you could see some of the images, I think almost everybody would have difficulty identifying the political position of the candidate with this kind of representation. So in that context, maybe it was quite edgy to do something like that and unexpected, but I'm not quite sure of the outcome. But with this, meine Einschätzung wäre, wir könnten so langsam zu einem offiziellen Abschluss hier kommen und in einen informellen Teil übergehen. Vor allem gibt es noch einen Programmpunkt danach, das ist aber ein sehr unterhaltsamer Programmpunkt, den werden wir später noch ankündigen, aber ich möchte diese Gelegenheit nehmen, euch allen noch einmal kurz die Möglichkeit zu geben, vielleicht in einer kürzeren Fassung, 2 Minuten noch eine Botschaft, einen Punkt, der euch wichtig ist, hervorzuheben und auch als Anregung dazu eine Frage noch mitgeben von mir, was interessant sein könnte, auch für die Anwesenden, nämlich was auf der Ebene einer tatsächlichen transnationalen Solidarität und Zusammenarbeit vielleicht wichtig sein könnte oder eine Anregung, die ihr habt, wie auch tatsächlich praktisch etwas gemacht werden kann, um diese Bewegungen nicht nur im nationalen Kontext zu lassen, sondern über die Zusammenarbeit zu einer globalen Solidarität zu machen. Und vielleicht gehen wir noch einmal so rein um die Frage und dann würde ich bei dir beginnen. Ja, ich gehe davon aus, was du gerade gesagt hast, was wir im Sudan wirklich brauchen, ist ihre Solidarität. Bitte gehen Sie nicht von hier und nehmen diese Bilder, was Sie gesehen haben, nehmen Sie diese Bilder nicht weg. Schreiben Sie an die sudanische Botschaft hier, schreiben Sie an die Europäische Union. Und wir kämpfen weiter auch vor gerichtlicher Migrationspolitik. Gestern war ich 26 Jahre in Wien und gestern genau habe ich in die Straßen genommen, jemand hat mir gesagt, ich will das Wort nicht sagen, go home. 26 Jahre und sieht niemand mehr auf der Straße, go home. Und das heißt, es ist Rassismus, was ich persönlich erlebt habe, aus verschiedenen Gründen kann ich ein Buch schreiben. Machen wir weiter.
spüre jetzt nach dem, was du sagst, wir wissen das und trotzdem, wenn du so neben mir sitzt und vor neben uns und du das replizierst und wir in dem Land leben und mit dem Land was zu tun haben, dann kann man sich nur genieren und sagen, das sind nicht alle und uns entschuldigen dafür und dass wir einen riesen Hass auf solche Menschen haben, die so verletzend sind, weil da geht es nicht nur, dass ich politisch sozusagen eine andere Debatte habe, wo ich einen Diskurs habe, sondern es ist eine absolut grausame Abwertung von Menschen. Das andere, den der David hat zuerst gesagt, also die Stimmung ist gekippt, stimmt das? Und da bin ich auch manchmal irritiert, weil die Wirklichkeit, wie wir wissen, allesamt konstruiert wird. Und diese Regierung konstruiert eine Wirklichkeit, hat ein Airplay, und jetzt hat eine mediale Präsenz, die enorm ist und ich glaube schon, dass sich viel verschoben hat in dem Land und dass tatsächlich Dinge mehrheitsfähig geworden sind, die wir nicht dachten, dass sie mehrheitsfähig sind und dass vieles in kleinen Schritten passiert, wo, wie Kölner gesagt hat, die Schritte gerade nicht groß genug sind, dass dieser Riesenprotest passiert. Ich finde, das ist eine gute Beschreibung. Und gleichzeitig, wie wirklich ist die Wirklichkeit, wie wirklich ist sie konstruiert? Wenn ich unsere Volkshilfe Sozialbarometer, die wir alle zwei Monate anschauen, interpretiere, welche Riesenzustimmungen wir für Steuergerechtigkeit haben, für Erbschaftssteuer haben, für Verteilungsgerechtigkeit, für Sicherungssysteme, für arme Menschen, also alle die Dinge Frau Mauck für Flüchtlingsunterstützung, dann denken wir manchmal, was steht jetzt? Und ich glaube, dass wir auch auf das aufbauen sollten, also dass wir schon auch sozusagen diese, also die, dass es da schon auch viele Menschen gibt und nicht nur die, die dann auf Demonstrationen kommen, die definitiv ein anderes Bild haben. Das ist, glaube ich, wichtig und auf das wir aufbauen können. Die Frage, Feiger, bist du aufgeworfen und transnational? Also ich glaube, dass es vielen in der Plattform gelingt, immer diese Brücke im Denken zu schlagen, zu schauen, dass man Demonstrationen am 16. März macht, wo es vieles in Europa oder auf der Welt sich abspielt. Ich glaube, das ist ausbaubar und was mir sehr gut gefallen hat, ich habe eine Zeit lang sehr intensiv bei den weltsozialen Foren teilgenommen. Das war ein toller Austausch, auch der europäischen sozialen Foren. Beides ist ein wenig in die, von der Bedeutung verschwunden, aber vielleicht sollte man zunächst drei Länder auf der dritten darüber nachdenken, wie könnte man das Neue in unserem Segment Antirassismus, soziales Europa neu vielleicht wirklich denken und da einen neuen Start gehen. Und zum Schluss, ich finde wirklich trotzdem, es ist Freitagabend, viele haben viel zu tun, wir sind trotzdem auch hier viele, wir diskutieren, wir setzen uns auseinander und das ist gut. Ja? Also wir sollten uns auch bei aller, weil die erste Wortmeldung von dir war, es ist schwer und ich bin eher pessimistisch, ja, es ist schwer, wir werden es wird dauern. Aber wir sollten auch uns, also wenn wir uns die Hoffnung nehmen lassen, dann lassen wir unsere Subjekte letztendlich, also dann verlieren, dann gehen wir Subjekte unter. Und das waren ja nicht irgendeine religiöse, wenn es überhaupt nicht. Aber das ist in der Tat so. Ja? Also dann wird ein Teil von mir selbst genommen, wenn ich natürlich ernsthaft glaube, es liegt an uns, im Sinne von Marx, diese Welt zu gestalten. Und nicht zu interpretieren. Und am Schluss, weil wir heute viel sagen, ich mag mich explizit bedanken bei allen, die in dieser Steuerungsgruppe an der Plattform sind. Es sind ja viele, wir treffen uns mal in größeren, kleinen Gruppen. Aber David, danke, Karen, Fiona, Feika, für diese enorme Arbeit, was ihr leistet. Sonst hätten wir die ganzen Demos, Kundgebungen nicht geschafft ohne ihre Zeit. Danke. Noch eine Chance für ein Schlussstatement, weil ich eben schon dachte, das wäre soweit. Ja, ich kann mich irgendwie total anschließen. Ich glaube auch, dass die Hoffnung total wichtig ist zu bewahren und auch groß und sichtbar auf die Straßen zu tragen.
Es sind schon die richtig großen Demonstrationen und dann nochmal in einer besonderen Form die gleichzeitigen, wo an ganz vielen verschiedenen Orten gleichzeitig Menschen auf der Straße sind, die uns tatsächlich diese Hoffnung geben, weil das sind die Momente, wo wir sehen, wie viele wir sind und wie gut wir zusammenhalten. Deswegen finde ich schon auch, weil es ja auch vorhin um Protestform ging, das ist wichtig, aber es gibt natürlich auch andere Formen von Massenprotesten oder Sichtbarmachung, und das sind eben die Ideen von Streiks von Migrantinnen und Migranten, Frauenstreik am 8. März gibt es auch, sind vielleicht auch nochmal Sachen, die man sichtbar machen kann und zeigen kann und aber auch eine Hoffnung zeigen kann, auch eine andere, eine solidarische Welt, die möglich ist und auch, dass wir alle nicht vergessen, Geschichte wird gemacht und zwar nicht von irgendwem, sondern von uns allen, von den ganzen Menschen, die auf dieser Welt sind. Und umso mehr wir uns einmischen, umso mehr wir Hoffnung geben und umso mehr Leute wir auch schaffen mitzureißen, umso stärker werden wir. Und genau, in diesem Sinne nochmal alle am 16. März zu der Demo. Und genau, wir werden in Deutschland, in Berlin auch protestieren. Und ich hoffe, da schaffen wir nochmal ein starkes Zeichen zu setzen. I don't think I would add or I would need to add anything to that, so I would just thank you again for the invitation and for your curiosity or for coming here.